Kapitel 8 Turm. Was passiert hier? Alles auf Anfang. Die haben mich wieder in meine alte Zelle geschmissen. Danny? Oh, soll das ein Witz sein? Bin wieder ganz am Anfang. Ah, verdammt, was soll ich jetzt nur tun? Kommen Sie! Marla! Wir haben nicht viel Zeit. Ich konnte eine Sicherheitseinheit umleiten. Ich habe Danny. Wo ist sie? Im Labor, im Herzen der Anstalt. Er überwacht alles, aber hier können wir reden. Ich kann sie zum Boden bringen. Ich kann sie heilen. Ich möchte helfen. Sie? Sie haben mir dieses Ding in den Nacken getan und jetzt wollen Sie helfen? Bitte beeilen Sie sich. Kommen Sie her, Jacob. Wie? Weiter vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Häftlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie ihn. Ich mache Ihnen den Weg frei. Na Leute, willkommen zum letzten Kapitel. Willkommen zu Kapitel 8, Turm. It's time. Also wieder ganz am Anfang. Das nenne ich mal motivierendes Gameplay. Ich öffne Ihnen den Durchgang. Okay, es war tatsächlich richtig. Gibt es jetzt hier eigentlich nur noch Robots? Weil wenn ja, auf die habe ich wirklich gar keinen Bock. Das ist exakt dieselbe Kiste, oder? Ja. Lernst da nichts dazu. Hey, wir kommen zu Kapitel 8. Letzte Folge. Ups. UJC Dog zu Ihren Diensten. Ja, ja, komm. Noch nichts. Ich sehe jetzt schon, dass die ganzen Viecher über uns herfallen werden gleich. Ja, doch Scheiß. Time for some machine gun shit. Oh. Ich denke nicht, dass ich mich an ihn ranschleichen kann. Dodge zu leicht mit, Alter. Got something for you, bitch. Holy shit, jetzt haben wir ihn erwischt. Also mit Injektionen sind sie aber jetzt echt ganz schön geizig.
Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Zu diesem Moment. Wie werden sie sich entscheiden, Jacob? Bleiben sie, wie sie sind. Oder werden sie mehr aus sich machen? So ein Viech werden es mehr aus mir machen? Really? UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. Einfach mal 2000, beste Leben. Ich werde mir aber tatsächlich mal einen Injector gönnen, weil... Da habe ich nämlich keinen mehr. Ansonsten. Bei 7. Nochmal. Aktivierung der Druckfertigung. Gegenstand aus Druckfertigung entnommen. Das Ding ist echt geil. Muss ich echt mal sagen. Schauen wir, was wir hier noch machen können. Danke, Arbeiter. Okay. Abgeschlossen. Muss ja nicht wieder alles rausballern. Klar, oder? Was mir denn an, Otto? Wieso will man da rein? Okay. Oh, hier sitzt doch geil aus. Psychiatrieblock 1A. Oh. Ich wollte es gerade sagen, machen wir doch gerade keinen Hehl draus. Wir wissen doch bald, dass du aufstehen wirst. Wow! Bruder, wo kommst du her? Jetzt hat schon viel Züge von Dead Space, du. Okay, der Typ wacht nicht, aber zumindest jetzt noch nicht. Mal keinen Spaß gemacht hat gerade. Okay. Hey.
Timo, du wirst es kaum glauben, aber ich habe ja noch ein bisschen was zu tun. Also wie gesagt, mit Heilung geizt es jetzt komplett, da gibt es gar nichts mehr. Hier sind schlimme Sachen passiert. Okay. Du lebst noch. Okay. Ich sollte mir keinen Spaß hier, ne? Yeah, Injector, I can't believe it. Okay, that's the way. Alter, wo ist der jetzt hin? Himmel.
Maul, Junge. Alright. Okay, da denke ich, gehen wir dann nachher weiter. Schauen wir jetzt erstmal hier weiter durch. Sicherung. Da geht's nicht weiter. Also, gehen wir da hinten durch. Schaut mal da oben. Ekelhaft. Will zum Thema zu was Besserem werden. Was hat denn den gerade mitgezogen? Gehen Sie weiter, Jacob. Ich hatte jetzt auch nicht vor, zurück. Danis Zustand verschlechtert sich. Sie müssen sich beeilen. Halt bloß durch. Ich komme. Oh, yeah. Ah, ihr seid's. Scheiß Mistviecher. Dachte, ich habe euch überstanden. Geht's eigentlich hier hin? Schnell, Jacob! Uns läuft die Zeit davon! Ja, chill mal. Loot geht vor, Oma. Wir sind fast da. Immer schön weiter. Toll. Geht ein Scheiß. Ah ja, das nehme ich gerne. UJC Dog zu Ihren Diensten. Okay. So, let's go. Richtig widerlich. Ja.
Ding Dong. Wo ist das Teil jetzt hin? Wieder verpackt. Danke für gar nichts, Bruder. Hier wieder unser OP-Mann. Lauf! Intense. Weil mir mal wieder ein bisschen mit da. Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt hier gleich in Richtung Ende kommen, aber apparently not. Ja. So, dann schauen wir uns noch ein bisschen um. Scheiß machen jetzt. Ist wieder so ein scheiß Mufti drin. Sorry, jetzt wird irgendwie witzlos. Scheiß Kisten brauchst gar nicht aufmachen. Es ist immer Schmutz drin. Also halt diese Pimmel. Verteidigungssysteme abgeschaltet. Ach du Scheiße, ich dachte schon, jetzt geht's ab. Gehen Sie rein. Schnell! Ja. Verteidigungssystem hätte ich vorher mal zeigen können. Ich dürfte jetzt dann keine Viecher mehr geben. Das Labor. Im Herzen der Anstalt. Was haben die hier gemacht? Alter. Hübsch, oder? Sie wollten wohl wissen, wie lange es dauert, bis man so ein Ding wird. Was? Experimente an Gefangenen. War ja klar.
die das hier schon? Steckt die JC da auch mit drin? Harter Shit. Hey, wow. Was machen Sie? Ich sag dir, was machen Sie? Das ist nur ein Hemmstoff. Verlangsamt die Infektion. Sie sagten, Sie können heilen. Kann ich. Mit Ihrer Hilfe. Aber Sie müssen mir vertrauen. Sie verschwenden Zeit und die hat sie nicht. Also, gut. Tun Sie, was Sie tun müssen. Bald wird sich alles aufklären. Dann erklären Sie mir erstmal das hier. Sie kennen die Aufnahmen. Sie wissen, was auf Europa war. Keine Ahnung, was auf Europa war. Ich war nicht da, als der Angriff stattfand. Nein, aber Sie. Wollen Sie es wirklich erfahren? Ja, verdammt! Wie Sie wollen. Was haben Sie gemacht? Ich gab Ihnen, was Sie wollten. Den Fluch des Wissens. Ihr Chor ist jetzt mit Ihrem verbunden. Oder wird es sein? Der Sync-Prozess läuft noch. Die Daten werden nicht direkt übertragen. Dafür aber Ihre Erinnerungen. Sie kriegen Ihre Antworten. Na gut. Und wie können wir Sie heilen? Nehmen Sie das. Und stellen Sie ein Gegengift her. Aber Sie brauchen eine Probe von dem Alpha des Wardens. Von seinem was? Vom Ziel dieses Wahnsinns. Seines albernen Protokolls. Während des ursprünglichen Ausbruchs tat sich ein Kolonist, das Subjekt Null, dabei hervor, den Biophagen zu synthetisieren, zu kontrollieren. Ja, das weiß ich von der Aufnahme. Etwas über größer, stärker. Der nächste Schritt menschlicher Evolution. Leider wurde er bei der Arke-Sterilisierung getötet. Und nun will der Warden die Bedingungen des ursprünglichen Ausbruchs replizieren. Und so Subjekt Null neu erschaffen als Subjekt Alpha. Indem er das Virus hier freigesetzt hat? Wie er immer sagt, Evolution passiert nicht im Labor, sondern in der Welt. Aber wie kann er das denn? Das lässt sich niemals vertuschen. Er ist nicht allein. Er ist Teil einer Gruppe. Jahrhunderte alt. Sie wollen die Entwicklung der Menschheit. Sie wacht auf. Seien Sie vorsichtig, Jacob. Ist das Gegenmittel hergestellt, beinhaltet es die reine Essenz seines Alphas. Er wird es mehr wollen als alles andere. Es ist der Schlüssel zu allem. Was ist mit Ihnen? Ich war an all dem hier beteiligt. Ich kann nicht entkommen. Ich gehöre nach Blackman. Du bist es. Was war los? Wo bin ich? Ist egal. Wir haben, was wir brauchen. Bringen wir es zu Ende. Los. Wie fühlst du dich? Als wäre da etwas in meinem Kopf, das die Kontrolle übernimmt. Halte durch. Wir sind bald da. Okay. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt nur noch so eine Cutscene, Endgegner und ciao, aber scheinbar nicht. Wir müssen noch ein bisschen. Then, let's go. Ah, mein Kumpel. Ah, mein Kamera aus. Bisschen Hast leer. Hast du das gesehen? Was denn? Nichts. Wir sollten weitergehen. Der Aufzug ist dort. Der müsste uns zum Turm hochbringen. Mich nur noch daran, wie die Roboter uns angriffen. Mal hilft uns, dir ein Heilmittel zu beschaffen. Und was vertraust ihr? Hab keine andere Wahl. Ja. Geht mir ähnlich.
Geiler Ort. Was soll das sein? Die Chillout Lounge. Das ist definitiv nicht die UJC. Wer ist es dann? Anfangsszene. Und jetzt bist du in Danis Erinnerung. Siehst die Wahrheit über Europa. Ein geschwächtes Testsubjekt. Freigelassen von einem unserer Labore. Eine Tragödie. Der Grund für alles, was Cole hier im Black Iron macht. Hier haben, geht uns nichts an. Komm jetzt. Auf uns wartet Arbeit. Das war unsere Schuld. Schleiern, was sie im Black Iron testen wollten. Und unsere Fracht spielte bei beidem eine Rolle. Ich hätte es stoppen können. Absolut nicht. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? So, weiter geht's, Freunde. Jetzt kommt, jetzt pushen sie irgendwie alles, was an Story da ist, so in den letzten beiden Kapiteln rein. Krasser Scheiß. So, ich denke, das ist hier der letzte Shop, bevor wir... Bitte treffen Sie eine Auswahl. Schauen wir, ob wir irgendwo was upgraden können, aber scheinbar nicht. Okay. Let's go. Wunderbar. Qualitätsprüfung bestätigt. Ich denke, dass wir jetzt hier gleich nochmal eine Action brauchen.
Ausdruckfertigung entnehmen. Schon geil aus. Oh, ihr wisst, was das bedeutet, oder, Freunde? Ihr wisst, was das bedeutet. It is Endgegner time! Final Boss time! Alles durchladen. Okay. Habe ich jetzt hier irgendwo einen Eingang übersehen oder bin ich lost? Ah ja. Sie handeln unbedacht. Es geht zu viel. Es wäre riskanter, nicht zu handeln. Besonders da die Gemeinsamkeit endlich in greifbarer Nähe ist. Und... Wie gerufen. Da ist er ja. Da ist er ja. Der Überlebende. Der Überlebende. Wo ist der Alpha? Geben Sie mir das verdammte Gegengift! Ich lasse Sie nicht sterben! Ihre Freundin? Ich habe Sie beobachtet. Sie und Ihre sogenannte Freundin. Sie sind nicht so unschuldig, wie Sie sagen. Sie haben gezeigt, dass Sie zu allem bereit sind, um Ihr Überleben zu sichern. Der Überlebende wird Solitarius. Und was ist mit Ihnen, hä? Sterbende Leuten aufzugeilen, ist das Ihr Protokoll? Nein, Sie irren sich, Mr. Lee. Das Protokoll strebt nicht nach Tod, sondern nach Leben. Die Zukunft liegt im All. Unser Schicksal. Doch für das All sind wir nicht geschaffen. Diese schwache Hülle hält uns zurück. Wir müssen uns weiterentwickeln, um zu überleben. Und nun... sehen wir den Grund, der meine Methoden bestätigt. Mein letzter Test. Wer ist der wahre Überlebende? Oh, shit. Der Mensch? Oder let's get the party started, bitches. Sieh einer an. 5, 2, 1. Was? Ich sollte dir danken. Doch nun weiß ich. Das ist ein Geschenk! Weißt du, der Warden hat mir die Augen geöffnet! Mir meine Bestimmung gezeigt! Und nun... zeig ich sie dir! Okay, wir haben Zeit. Okay.
stirb. Oh. Niemand wird dich retten! Keiner trinkt mehr! Du entkommst mir nicht! Ich habe dich geschlagen. Ich habe alle geschlagen. Ich hab's ja gesagt. Oh, was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Oh shit, it's Tyrant time, ladies and gentlemen! Ach du heilige Scheiße! Are you ready? Alles hat seinen Preis. Dass du hässlich bist auch? Wäre ich jetzt nicht gedodged. Ein Hit, Digga. Zieht mir halbe... Steh jetzt. Too much, sorry, also. Am Arsch, Bruder. Das ist so bock unfair, also was ist das für ein Endgegner? Holy shit.
war das intens. Halt durch, Danny. Sie denken, sie können uns besiegen. Ferris war schwach. Keine gute Hülle. Die Probe ist der Schlüssel zu einem uralten Traum. Das nennt man nicht verlieren, Mr. Lee, sondern Fortschritt. Und sie gehört mir. Nein, nein, das glaube ich nicht. Bitte, jetzt ist nicht die Zeit, den Helden zu spielen. Lassen Sie die Probe hier und gehen Sie. Eine Rettungskapsel wartet oben auf Sie. Nein. Um Sie zu dem Leben zurückzubringen, das Sie einmal hatten. Sie und ich, wir können beide haben, was wir wollen. Also, Mr. Lee, was wollen Sie? Ich sage Ihnen, was ich will. Ich will meine Schwester. Arschloch! Ein tapferer Versuch. Aber Sie wissen doch mittlerweile sicher. Ich verliere nie. Doch, diesmal schon. Wahrscheinlich wird sie also ein Monster. So eine Verschwendung. Alles nur für ein Leben. Glauben Sie nicht, dass Sie uns aufhalten. Die gesammelten Daten werden die nächste Phase des Protokolls einleiten. Und was Sie angeht... Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Es war so klar. Auf Nimmerwiedersehen, Miss Nacker und Mr. Lee. Hoffentlich hat es Ihnen in Black Iron gefallen. Reaktorkern. Komm schon! Kapseln sind hier lang! Okay, Leute. Endspurt. Renn! Let's go, let's go, let's go, let's go! Schneller! Wir müssen hier raus! Es gibt nur noch eine, oder? Das nur eine. Nein! Du weißt nicht, was du tust! Ja, früher nicht! Jetzt schon! Welche Vergangenheit hat dich gekommen? Was willst du damit sagen? Es tut mir leid. Alles. Ich gehöre hierher. Tu das nicht! Jacob! Mehr über mich und ich über ihn. Im Eifer des Gefechts bemerkte ich nicht, dass er mir auch die Beweise beschaffte, die ich die ganze Zeit gesucht hatte. Er gab sein Leben, damit ich die Wahrheit ans Licht bringen konnte. Wollte er das wieder gut machen, was er getan hat? Oder suchte er eine Art Erlösung? In jedem Fall hoffe ich, dass er etwas Frieden fand. Was? Aber ich werde deine Hilfe brauchen. Alter, war das übel. Callisto fucking Protocol. That shit was nice.
So, Leute, und da sind wir wieder. Ich kann die Reviews nicht verstehen. Ich sage euch, wie es ist. Ich kann sie nicht verstehen. Ich fand dieses Spiel mega geil. Sehr, sehr geil. Leute, wenn ihr auf Sci-Fi-Horror steht, à la Dead Space, sorry, also das Game hat alles erfüllt. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich werde das auch nochmal auf New Game. Ich werde auch noch ein bisschen Trophies farmen und so. Mega. Leute, ich lasse euch noch ein bisschen mit dem Abspann alleine, wie immer. Und ich sehe euch beim nächsten Let's Play. Haut rein und danke fürs Dabeisein. Haut rein. Cause there's no way back, and they're all I have. Am I so lost again? I'd give everything, but I'll never win. I'll close my eyes, cause the world outside is going under. You know I'd die, I would leave this life to find another. If there's a universe, even one reality, where I'm enough for me. Now all of my nightmares are coming true, and I've seen beyond the darkest side of the moon. I've walked in the shadows, but how do I run from monsters in the mirror? I'm afraid that I've become. So why do I run for the flames? Cause there's no way back, and they're all I have. Am I so lost again? I'd give everything, but I'll never win. I'll close my eyes, cause the world outside is going under. You there's a universe, even one reality, where I'm enough for me. Where I'm enough for me. Where I'm enough for me. Even one reality where I'm enough for me.